Guten Tag, hallo. Guten Tag. Wir sind immer wegen meiner Freundin hier. Sie hat irgendwie Unterleibsschmerzen. Wir hatten Sex und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass sie sich dabei verletzt hat oder sowas in der Richtung. Waren Sie gerade in der Notaufnahme unten schon? Die haben gerade eben angerufen. Darf ich mal ganz kurz sehen? Schwester Birgit ist mein Name. Ja. Guten Tag. Hallo, Frau guten Tag. Kempf. Genau, ja. Und Sie sind? Der Herr Geißler, Martin. Okay. Dann würde ich sagen, Blut haben Sie schon abgenommen, haben die gesagt unten. Dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Kommen Sie mit? Ich warte. Ja, er kommt mit. Ich warte. Als mein Freund kannst du doch mitkommen. Ach, jetzt bin ich dein Freund? Ja. Ach, jetzt auf einmal, ja. Also, das ist mir grundsätzlich egal. Vielleicht sollten wir sich nur einigen. Ich komm mit. Super. Frau Kempf kam zu uns in die Frauenklinik wegen Unterleibsschmerzen. Das ist nun mal auch unser tägliches Brot. Zu uns kommen Frauen entweder zur Geburt oder wegen Unterleibsschmerzen in die Klinik. Allerdings die Ursache dieser Schmerzen bei der Frau Kempf war mehr als kurios. Sagen Sie mal, weshalb sind Sie denn da? Ich habe Schmerzen hier zum Ziehen. Okay. Ja. Ist das immer oder ist das seit ein paar Tagen? Seit ein paar Tagen. Du hast seit ein paar Tagen Schmerzen? Ja. Wir hatten gerade noch Sex. Ja und? Ja, du musst mir doch sagen, dass du Schmerzen hast und schon seit ein paar Tagen. Hallo? Ja, aber die Schmerzen sind noch nicht so schlimm. Also Sex ist viel wichtiger. Okay. Also, das kann ich gar nicht verstehen jetzt. Entschuldigung. Also mit dem Auge ist es schon ganz gut sichtbar. Was haben Sie denn da gemacht? Ach, nichts Wichtiges. Also, passiert. Möchten Sie lieber nicht darüber sprechen, okay? Dann würde ich Sie gerne mal untersuchen, um nachzusehen, was da überhaupt los ist. Weil Schmerzen andauernd sind ja auf jeden Fall nicht in Ordnung. Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrer Gynäkologin? Vor 2 Jahren oder so. Aber muss das jetzt wirklich sein? Also Tabletten und so reichen doch auch. Also so ein paar Schmerztabletten. Ja, wo wir schon mal hier sind, kannst du dich ja untersuchen lassen. Ja, hallo? Komm. Warum sich Patientin Saskia plötzlich so uneinsichtig zeigt und von Begleiter Martin zu einer Untersuchung überredet werden muss, gibt Dr. Franziska Reichert Rätsel auf. Zumal die Ärztin tatsächlich Auffälligkeiten feststellt, die unbedingt abgeklärt werden müssen. Ich glaube... Ja, also auf dieser Seite haben Sie eine Zyste auf jeden Fall, ne? Okay. Und zwar, die ist auch nicht so besonders klein. Weißt du was, Birgit, wir machen direkt nochmal Ultraschall. Kannst du mir bitte die Vaginalsonde fertig machen? Frau Kempf hatte ja diffuse Unterleibsschmerzen gehabt. Bei der gynäkologischen Untersuchung fiel mir dann direkt diese Zyste sozusagen in die Hand, die ja doch ganz schön groß war. Aber die hatte auf der anderen Seite auch noch Schmerzen gehabt. Und diesen Befund konnten wir dann im Ultraschall sehr gut sehen, dass da was mit den Eileitern auf jeden Fall nicht in Ordnung ist. Aber hier, auf der Seite, rechts, ne? Da gefällt mir der Eileiter nicht, ne? Der ist schon ganz schön geschwollen, ne? Ich hätte nur eine Frage, kann das denn unter Umständen auch eine Geschlechtskrankheit vielleicht sein? Was, ist das dein Ernst? Ja, wie kommst du dazu, sowas überhaupt zu denken? Ja. Ich weiß schon, was bei dir so los ist. Also, ne, dass du mit verschiedenen Typen auch mal was hast und so. Ich weiß auch nicht, was du sonst machst. Also, finde ich richtig unverschämt, ehrlich. Also theoretisch kann das natürlich schon sein, dass es auch eine Geschlechtskrankheit ist. Deshalb habe ich ja auch die Bakteriologie abgenommen. Wir schicken das dann ins Labor und dann sehen wir das. Aber ich gucke mir das jetzt auf jeden Fall auch unter dem Mikroskop mal an, weil es kann auch durchaus sein, dass Sie direkt was bekommen sollten. Ja? Weil diese Schmerzen, die gefallen mir auf jeden Fall nicht. Sagen Sie mal, er hat jetzt eben was gesagt mit einigen Partnern, mit denen Sie Sex haben. Ja, ich habe schon manchmal so 4 bis 6 in der Woche. Ne? Also es ist ja auch... Unterschiedliche? Ja. Okay. Frau Kempf erzählte uns dann, dass sie stark, also sehr, sehr häufig wechselnde sexuelle Partner hatte. Das muss grundsätzlich jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Aber so 5 bis 7 Partner in der Woche, da ist mir schon so ein bisschen... habe ich schon so ein bisschen gestockt. Aber dass das keine Erfüllung gegeben hat, so wie sie dachte, sondern dass das noch zu viel, viel Problem geführt hat, ja, das kriegten wir dann hautnah zu spüren. Also die Zyste kommt auf jeden Fall nicht vom Geschlechtsverkehr, sondern das ist meistens eine hormonell bedingte Zyste. Aber die Bakterien, die sie da haben, da kann ich Ihnen noch nicht ganz genau
wissen, woran das liegt, welche Bakterien das sind und vor allem, wie wir das behandeln können. Ne? Um der bakteriellen Entzündung auf den Grund zu gehen, soll Saskia eine Urinprobe für die Laboranalyse abgeben. Dr. Franziska Reichert erfährt derweil im Gespräch mit Martin, in welchem Verhältnis der 37-Jährige zu Saskia überhaupt steht. Eins muss ich ja klarstellen, also es ist eine gute Freundin, okay. Aber wir sind jetzt kein Paar oder so. Okay. Sondern? Wir sind Nachbarn, wir haben uns im Hausflur kennengelernt, verstehen uns gut und man könnte es Freunde mit gewissen Vorzügen nennen. Also wir treffen uns ab und zu und haben Sex miteinander. Ja, und sie ist wirklich ein echt guter, lieber Mensch, aber ich mache mir halt Sorgen. Und Martins Sorge um Saskia wird bald immer größer. Als Schwester Birgit nach der Patientin sieht, weil sie von der Damentoilette nicht zurückgekehrt ist, kann sich die Nageldesignerin kaum noch auf den Beinen halten. Was ist, Frau Kempf? Oh, was? Was ist? Es tut irgendwie mehr weh jetzt. Auf einmal? Oh, ja. Oh Gott. Komm doch. Oh. Was ist denn los? Oh. Die Schmerzen sind auf einmal viel stärker geworden. Birgit, lässt du die bitte mal gehen? Können Sie noch gehen? Ja. Frau Kempf hatte nach der Abgabe der Urinprobe doch ganz erheblich mehr Unterleibsschmerzen, was ich mir zunächst erstmal gar nicht erklären konnte. Mhm. Ja, der Bauch. Oh je, da ist er. Oh je, was haben Sie denn da gemacht? Sagen Sie mal. Was haben Sie hier gemacht? Ich habe mich nur gestoßen. Ach du je. Gestoßen? Mhm. Ach du je. Mhm. Hat sich aber kräftig gestoßen, ne? Mhm. Direkt zu Anfang sahen wir dieses Pfeilchen bei Frau Kempf am Auge. Und auf Rückfrage wollte sie uns überhaupt keine Auskunft geben. Gut, ist ihre Sache. Aber als ich dann im weiteren Verlauf auch noch dieses Riesenhämatom am Oberarm gesehen habe, da hatte ich schon so ein kleines bisschen, so ein mulmiges Gefühl. Ja, und dieses mulmige Gefühl, das war nicht zu Unrecht. Ja, wunderbar. Die Zyste ist irgendwie gar nicht mehr da. Ne? Also die müsste auch von hier zu sehen sein. Ne? Aber die ist nicht zu sehen. Ja, aber wo ist sie denn hin? Ja, das frage ich mich natürlich auch. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn die Urinprobe hingegeben? Die ist noch auf der Toilette. Ja, Birgit, kümmerst du dich mal. Ja, danke schön. Ja, also die Zyste ist auf jeden Fall nicht da, aber Sie haben viel freie Flüssigkeit im Bauch, ne? Also, hi. Sie haben, ich habe eben zwei Bilder gemacht. Das wollte ich Ihnen sowieso noch zeigen, weil das habe ich für die Akten gemacht. Das ist die Zyste, ne? Die ist ja schon eindrucksvoll gewesen, ne? Ja. So eine Zyste, so eine große Zyste auch, kann sich natürlich auch von alleine entleeren. Bei einer Bewegung oder einfach ohne jeglichen Grund. Allerdings später hat sie uns dann noch eine andere Möglichkeit geboten, woran das auch gelegen haben konnte, dass sich diese Zyste entleert hat. Okay. Kriege ich nicht auf. Ach du meine Güte, was ist das? Den habe ich gerade auf der Toilette auf der Erde neben ihrer Probe. Ich kriege das Ding nicht. Nee, da sagt manchmal, das ist meiner. Ist das ihrer? Mhm. Okay. Das ist dein Vibrator? Ja. Ich krieg den nicht jetzt. Okay, ich wickle ihn mal ein und lege ihn den da wieder hin. Ja, ich gebe dir das hier. Okay. Haben wir den jetzt eben benutzt? Ja. Du hast den Vibrator jetzt gerade auf der Toilette benutzt? Ja, eigentlich hätte ich heute auch wieder ein Date gehabt. Aber hier dauert alles so lange und Saskia. Ich kann das jetzt zwar nicht hundertprozentig beweisen, aber es kann durchaus sein, dass Sie jetzt mit dem Vibrator, können die Maske wieder ausziehen, die Zyste geschafft haben, ne? Ich habe mich ja auch erschrocken, als sie plötzlich reinkam. Und dann ist er als auch ich noch, reinkam? Ja, dann ist er auch noch ein bisschen tiefer gerutscht, als eigentlich sollte. Dann hat es angefangen zu schmerzen. Frau Kempf, darf ich dir das geben? Frau Kempf, ich meine, wir sollten jetzt eine Bauchspiegelung machen. Das ist nicht in Ordnung, was in Ihrem Bauch drin ist. Dr. Franziska Reichert möchte daher keine Zeit verlieren und lässt Saskia sofort für den OP vorbereiten. Im Einleitungsraum fällt Schwester Amelia jedoch auf, dass die 37-Jährige völlig unter Strom steht und äußerst gereizt reagiert. Und wie gesagt, gleich kommt... Was soll das denn jetzt? Hände weg. Oh, Entschuldigung. Das tut mir wirklich leid. Oh, mir tut's auch leid. Ich bin so... Das war so anstrengend.
Okay. Also dieses ganze Hin und Her. Wie meinst du denn, was ist denn los, Frau Kempf? Ja, jeder meint, der wüsste irgendwie alles besser und das Bessere für mich. Und weil ich halt ständig wechselnde Geschlechtspartner habe, okay, und mich manchmal selbst befriedige. Und ja. Und ich fühle mich manchmal so getrieben. Wie meinen Sie das, getrieben? Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Geschlechtspartnern, mit denen ich halt einfach nur Sex haben kann. Und okay. Gut, das ist ja immerhin noch Ihre Sache, ne? Wie Sie das Ganze so handhaben. Es war ganz klar zu bemerken, dass Frau Kempf sehr gereizt war und einen stressigen Tag hinter sich hatte. Ich selber richte nicht über Personen, die ihre Geschlechtspartner öfter wechseln. Das bleibt jedem selbst überlassen. Allerdings war das Wort getrieben, was mir so ein bisschen Sorge bereitet hat. Aber genau das wurde am nächsten Tag thematisiert im Gespräch mit der Ärztin. Dr. Reichert will Saskia nach dem Eingriff nämlich klarmachen, dass ihr fragwürdiges Sexleben auch zu ihren gesundheitlichen Problemen geführt hat. Im Beisein von Nachbar Martin erklärt die Gynäkologin ihrer Patientin, ob sie die entzündeten Eileiter retten konnte. Also, das war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Zyste war weg, die hat sich entleert. Mhm. Ich habe das aber ganz entfernen können, diesen Zystenbalk. Ne, das heißt, der wird an der Stelle auf jeden Fall nicht wiederkommen. Mhm. Der Eileiter auf der anderen Seite war schon sehr aufgetrieben. Den konnten wir auch entleeren. Und die Infektion wird mit den Antibiotika auf jeden Fall weggehen. Die Operation bei Frau Kempf verlief ja komplikationslos und wirklich erfolgreich. Ich war froh, dass beide Eileiter erhalten werden konnten. Allerdings haben wir dann noch etwas über ihr Sexualverhalten zu klären gehabt. Wenn Sie diesen Vibrator benutzen, dass Sie das wirklich sehr gut immer sauber machen und diese professionelle Desinfektionsmittel benutzen, weil die Infektion kann auf jeden Fall daher kommen, ne? Ja, ich finde das ja total super, dass es dir jetzt auch gut geht und dass das nichts Schlimmeres ist. Aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie stellst du dir das vor? Wie meinst du das? Also, ja, nicht anders, ne? Also, jetzt ist wieder alles gut, also... Ja, das ist nämlich das, was ich meine. Willst du weiterhin mit irgendwelchen Typen von mir aus 5, 6 die Woche in eine Kiste springen und genauso weitermachen wie bisher? Ja, wo ist denn das Problem? Das ist mein Leben. Ja. Meins und nicht deins. Also, du hast da überhaupt nichts zu sagen. Saskia, natürlich ist es dein Leben, aber ich mach mir Sorgen. Schau dir mal dein Auge an. Du hast ein Hämatom am Arm. Ja. Was kommen da für Typen zu dir? Ganz ehrlich, das kann doch nicht so weitergehen. Hast du da Spaß dran, wenn du so behandelt wirst? Fühlen Sie sich denn befriedigt? Oder wie ist das denn, wenn Sie mit also so... Also generell fühle ich mich schon befriedigt. Also ich habe meistens schon einen Orgasmus. Ne? So ist es ja nicht. Aber ich meine, die Befriedigung hält natürlich nicht immer so lange an. Ne? Und was also, ist denn dann danach? Ja, danach ist es wie vorher. Und was also, heißt das? Was bedeutet das denn ja, so, wie vorher? So eine Leere irgendwie. Ne? Also die Leere ist da, dann suche ich mir irgendwie ja, einen Partner, den nächsten. Dann habe ich halt Kick, kurz diese Glücksgefühle und bin nicht mehr einsam. Und, ne, aber irgendwann kommt halt wieder dieser Punkt, wo es dann halt wieder einfach leer und einsam wird. Wie kann das denn sein, dass das so eine Art, ja, so eine Art Sexsucht irgendwie ist, oder? Ja, also beweisen können wir das nicht, aber das sieht schon so danach aus. Also ich meine schon, dass Sie sich da meiner Meinung nach professionelle Hilfe holen sollten. Also so richtig Gedanken habe ich mir nicht unbedingt gemacht, aber ich meine, mein ganzes Leben war irgendwie gleich. Also zu Hause war es nicht besonders schön und da war man auch recht auf sich allein gestellt. Und ja, die Freunde, die ich so hatte, die waren halt auch in der Jugend nicht besonders schön und auch nicht immer nett zu mir und so. Und warum hast du mir das nicht erzählt? Ich bin doch immer öfters bei dir. Wir unterhalten uns kurz und dann geht's zur Sache. Na, das ist ja auch nicht unbedingt was, worüber man sich mit jedem unterhält, was einem manchmal auch ein bisschen unangenehm ist. Und ja, wir verstehen uns doch gut. Hättest du mir das sagen können, ganz ehrlich. Ja. Als Freund, ja. Genau. Und als das ist gegen Freund. Das meine ich. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig jetzt, diese Situation. Er bietet Ihnen das an, ne? Ja. Und zwar auch ohne Sex. Das heißt, sich einfach mal zu unterhalten, eine Schulter zu haben, wo Sie sich mal auch anlehnen können. Das ist, finde ich, das, worauf es im Leben ankommt. Im Laufe des Gesprächs, auch mit der Ärztin, merkte ich,
als ob ihr eine Last von der Seele fiel. Ich hatte das Gefühl, sie freut sich, dass sie mal darüber reden kann. Und im tiefsten Innern hat sie diese wechselnden sexuellen Beziehungen hat sie gar nicht so glücklich gemacht. Ich bin mir ganz sicher, mit der richtigen Hilfe, und die wird sie annehmen, kommt sie da gut raus. Ja, und dann hat sie ja noch ihren netten Nachbarn. Der hilft ihr bestimmt dabei. Saskias Eileiterentzündung ist durch die Antibiotika erwartungsgemäß ausgeheilt. Die Nageldesignerin macht inzwischen eine Psychotherapie, um ihre zwanghafte Sexsucht endlich zu überwinden. Ihr Nachbar Martin unterstützt sie dabei, allerdings nur als guter Freund.